Im heutigen Video stellen wir uns die Frage, ob das T-Shirt-Business bereits ausgestorben ist. Ich rede mich oftmals die Frage, ist das T-Shirt-Business tot, ist Print-on-Demand tot, ist der Online-Handel tot, ist es zu spät, gibt es zu viel Konkurrenz, kann man nicht mehr starten? Die Liste ist lang von Fragen, die ich da oft bekomme. Und mit über 7 Jahren Erfahrung in diesem Bereich, mit einer eigenen Textilproduktion und einer Unternehmensberatung in diesem Bereich, kann ich euch einen sehr guten Überblick über die ganze Thematik geben und euch darüber erzählen, wie sich das in den letzten Jahren so verhalten hat. Ja, das ist das Ziel des heutigen Videos. Ich will euch nichts verkaufen. Ich will euch aber ein bisschen was erzählen. First things first. Was ist denn überhaupt das T-Shirt-Business? Lasst uns erstmal das diskutieren. Das T-Shirt-Business ist der Verkauf von Textilien online. Oftmals wird es missverstanden. Darum mag ich diesen Begriff gar nicht. Man denkt, das T-Shirt-Business ist nur der Verkauf von T-Shirts. Wenn wir aber über das T-Shirt-Business online reden und wenn Leute über das T-Shirt-Business reden, meinen sie damit eigentlich Print-on-Demand, Druck auf Anfrage. Und im weiteren Verlauf des Videos werden wir nur noch über Print-on-Demand reden. Das heißt, Print-on-Demand ist der Verkauf von Textilien, Accessoires und Co. mit deinen eigenen Designs. Das heißt, Designs, die du auf T-Shirts hast, kannst du wohl auf Pullis, Hoodies, Jacken und Co. ziehen und natürlich kannst du auch Designs nur für Tassen, Windlichter und Co. mit anbieten. Die zweite Frage ist, warum bin ich überhaupt auf die Idee gekommen und warum sollte es lukrativ sein, überhaupt T-Shirts zu verkaufen oder Textilien zu verkaufen? Diese Frage ist ganz leicht zu beantworten. Ich habe nämlich damals angefangen mit Amazon-Handel, ich habe damals angefangen mit Dropshipping und dann habe ich ziemlich schnell bemerkt, dass der Verkauf von Textilien, also der Internethandel mit Textilien, einer der größten Branchen des Internets ist. Und das war ziemlich ausschlaggebend dafür, dass ich gesagt habe, okay, ich will einen Teil vom Kuchen. Ja, es macht Sinn, in einen großen Markt einzusteigen. Und dieser Markt ist riesengroß und er wächst von Jahr zu Jahr um sehr, sehr viele Prozent. Die weitere Sache ist die, ich wollte eine Marke aufbauen, beziehungsweise ich wollte verschiedene Brands aufbauen. Denn ich kenne aus meiner Erfahrung, wenn ich eine Brand mag, wenn sie meine Interessen vertritt, dann kaufe ich da öfter ein. Es ist nicht so, dass ich da nur einmal einkaufe. Nee, ich habe von vielen verschiedenen Marken immer wieder mehrere Pieces bei mir zu Hause und schaue immer wieder, ich brauche immer wieder neue T-Shirts oder Hoodies, Sweatshirts, Jacken und Co. Und darum kaufe ich öfter ein von Marken, die ich mag. Und dann habe ich reverse-engineert und dachte mir, okay, wenn ich den Leuten geile Kleidung anbiete, ich ihre Leidenschaft treffe, dann werden sie wahrscheinlich öfter bei mir einkaufen. Wenn meine Lieferzeit dann auch noch stimmt und die Qualität stimmt, dann werden sie wahrscheinlich öfter einkaufen und ich kann eine Brand kreieren. Das ist nicht wie beim Dropshipping, ein Sale und dann höre ich nie wieder was vom Kunden, weil er mich angezeigt hat. Overall, T-Shirts sind notwendig, Textilien sind notwendig. Du kannst nicht nackt rumlaufen. Stell dir vor, wenn ich dieses Video jetzt nackt machen würde, wäre weird, ja. So, wenn du nackt auf den Straßen rumläufst, bekommst du eine Anzeige wie beim Dropshipping. Darum musst du Textilien tragen. Nummer 1, du brauchst Textilien. Nummer 2, du kannst mit Textilien deine Leidenschaft nach außen verkörpern. Wenn ich Leute draußen auf der Straße sehe, die tragen zum Beispiel ein Gym-T-Shirt im Gym, dann weiß ich, okay, der Typ, der liebt das Gym. So, und will seine Leidenschaft mit nach außen verkörpern. Und das ist eine ziemlich interessante Kombination aus, du musst etwas tragen und du kannst deine Leidenschaft nach außen repräsentieren. Ich würde jetzt auf Maslows Pyramide eingehen, aber das ist jetzt zu viel. Dann lass uns mal über die Gründe sprechen, warum Leute denn überhaupt denken, dass dieses Business tot sein könnte. Nummer 1, höre ich sehr, sehr oft, E-Commerce ist mittlerweile so weit in Deutschland, da hat man gar keine Chance mehr einzusteigen. Tja, über diese Aussage, da lässt sich drüber streiten. Wie unsere Bundeskanzlerin vor wenigen Jahren bereits gesagt hat, das Internet, das ist für uns Neuland. Das Internet ist für uns alle Neuland. Und dementsprechend kann man ableiten, dass der Onlinehandel in Deutschland, allgemein in Europa, noch nicht so fortgeschritten ist, wie beispielsweise in anderen Ländern, in China oder in Amerika. Das heißt, das Internet, das ist bei uns zwar fortgeschritten, viele Jugendliche nutzen es, viele Leute nutzen es, aber noch nicht zu so einem Grad, wie es in anderen Ländern sein könnte und noch nicht zu so einem Grad, wie es sich in der Zukunft weiterentwickeln könnte. Wenn wir jetzt mal die Wirtschaft betrachten, den Onlinehandel betrachten und darunter mit berücksichtigen, dass das Textilbusiness einen großen Part von dem Ganzen einnimmt und wir hier einen starken Anstieg verspüren können, dann können wir daraus ableiten, dass wir in einem Trendbusiness sind, dass der Markt wächst und dass unsere Branche wächst. Das heißt, rein wirtschaftlich gesehen ist es nicht so, dass das T-Shirt-Business ausstirbt, sogar ganz im Gegenteil. Wir wachsen jedes Jahr um mehr als 10%. Aber daraus lässt sich ableiten, ob wir zu viel Konkurrenz haben. Auch hier gilt zu sagen, der deutsche Online-Markt ist noch nicht so weit, wie er sein könnte. Das heißt, die Konkurrenz ist auch nicht allzu gut. Und ich finde es leichter, hier ein Online-Business zu starten, als beispielsweise in den States. Hierbei möchte ich euch aber einen Tipp geben. Schau mal, bevor ihr, wie Amazon beispielsweise, den ganzen Markt abdeckt, sucht euch eine Nische aus. Dann ist es leichter, eine Nische zu verkaufen und eine Nische Umsatz zu machen, wie beispielsweise eine Fußballnische, wie beispielsweise eine Sportnische, wie beispielsweise eine Gymnische. Die Liste ist lang. Ja? Du wählst eine Nische aus und statt gegen Amazon zu konkurrieren und gegen diese Big Player da draußen, holst du kleine Nischen. Der Umsatz ist immer noch enorm. Und bei diesen kleinen Nischen kannst du leichter die Konkurrenz
ausschalten, nenne ich es mal. Wichtig ist hierbei, dass du einzigartige Designs für deine Nische und für deine Zielgruppe einfach anbietest und natürlich auch eine einzigartige Qualität. Gehen wir von einem Praxisbeispiel aus, ja? Sag mal, du bist in der Rap-Nische. So, Donna, du bist jetzt wirklich die Internetseite, die optimiert darauf ist, Leute, die einfach Rap hören, dass du geile Produkte für die hast. Du hast geile Oversized-Tees, du hast geile Oversized-Hoodies. Mit einzigartigen Designs. Leute fühlen sich einfach wohl bei dir im Online-Shop. Ja, du hast zwar nicht den ganzen Kuchen, du hast nicht Amazon, du hast eine kleine Nische, sage ich mal. In dieser Nische sind immer noch mehrere Millionen Leute und denen kannst du gute Produkte verkaufen. Das ist das Game. Du willst nicht allen was verkaufen. Du willst nur deiner Zielgruppe was verkaufen. Genauso wie mit diesem Video. Ich will nicht, dass dieses Video Mainstream ausgespielt wird. Wenn es so wäre, wäre es toll. So, viele Klicks, viele Follower. Aber es wird nicht so sein. Ich will, dass dieses Video nur die Leute anschauen, die wirklich E-Commerce betreiben, die Dropshipping betreiben, die Print-on-Demand betreiben oder irgend sonst so einen Schmarrn machen wie Amazon FBA oder sowas. Vielleicht auch Network-Marketer. Das heißt, wenn man das hier mal abschließt, mit einzigartigen Designs, mit guten Produkten, schneller Lieferzeit, gute Qualität, einer Nische, kannst du nach wie vor Erfolg im Print-on-Demand-Business haben. Der Print-on-Demand-Markt wächst von Jahr zu Jahr und die Konkurrenz ist noch nicht allzu groß. Wenn du in ein paar Jahren startest, vielleicht mache ich da ein Video und dann ist das T-Shirt-Business und das Print-on-Demand-Business für Anfänger wirklich ausgestorben. Das ist wirklich zu schwierig, aber Stand momentan ist es nicht so. Der Markt ist riesengroß, du kannst einen Teil davon noch haben, aber du musst halt mal langsam starten. Wenn ihr Hilfe braucht bei den Nischen, was meiner Meinung nach eines der wichtigsten Sachen ist, könnt ihr mir natürlich auch gerne auf Instagram schreiben oder auf Market Consulting einen Call mit uns buchen. Ich biete kostenlose Calls an, wir sind hier eine E-Commerce-Firma und ihr könnt mit uns quatschen. Also, Abschluss, kurz und knackig. Der beste Zeitpunkt wäre natürlich vor ein paar Jahren gewesen, als ich auch gestartet habe. Hat ja gut funktioniert. Aber der nächstbeste Zeitpunkt ist jetzt. Ja, wenn du bis jetzt noch nicht gestartet hast, dann sollst du langsam in die Pöttiche kommen, dann sollst du langsam anfangen. Wenn du schon länger mit dem Gedanken spielst, fang doch einfach mal an. Was hast du denn zu verlieren? Im schlimmsten Fall hast du ein paar hunderte Euro verloren. Who cares? Dann arbeitest du ein bisschen mehr, suchst den Nebenjob und hast das Geld wieder drin. Aber du bist nicht mit der, oder du hast nicht ganz seit den Gedanken, seit Jahren oder mehreren Jahren, was dramatisch wäre, dass du dich irgendwann selbstständig machst. Das neue Jahr beginnt, setz dir Ziele und zieh doch endlich mal durch.